Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seht schon, ich bin in nicht so bekannter Umgebung. Und ich zeige euch jetzt unser Ferienhaus. Wir sind nämlich angekommen. Also. Warte mal, Kali. Oh, ist das hier warm? Ja, hier ist richtig. Und die Küche ist wirklich schön. Ich glaube, das ist eine IKEA-Küche. Kali, komm, wir ziehen unsere Schuhe aus. Ja, im Haus, da unten kann man auch Feuer machen. Wir haben einen Kamin. Hier ist es mega warm. Wir haben eine schöne Küche, einen Essbereich, ein Schlafsofa. Warum? Ich glaube, hier geht es zur Terrasse. Als Bett bezeichnen. Ist der Kamin an? Okay. Wir haben ein Badezimmer. Das ist aber cool. Das ist irgendwie sehr hoch. Hier ist eine Dusche. Und hier sind das hat sogar zwei sehr noch coole Waschbecken. Ich sollte ihm aber zeigen, dass er noch ein Waschbecken hat. Ja. Ich will mal das kleinste Waschbecken zeigen, was ich hier gesehen habe. Okay, hier ist das Klo. Und hier unten geht's weiter. Oh, wir haben Kindergitter. Wir haben mal die untere Etage erkundet. Ich bin irgendwas reingetreten. Und da ist unser Privatparkplatz vor der Tür. Hä, hey, voll cool. Voll cool. Was gibt es denn hier noch außer Schlafzimmer? Ja. Oder gibt es hier nur Schlafzimmer? Ist hier ein Fußboden? Fußbodenheizung? Ja. Ja. Ja, siehst du doch, hier ist Fußbodenheizung. Also, hier ist ein Schlafzimmer. Darf ich jetzt mal da reingehen? Wo? In das Schlafzimmer. Hast du deine Schuhe noch nicht ausgezogen? Nee, das habe ich ihm erzählt gesagt. Okay, und hier ist vermutlich das andere Schlafzimmer. Ah, und hier soll Kali schlafen, oder was? Hä, hey, was ist das? Klo. Keller. Keller. Jetzt wird's gruselig. Wow. Ach so, hier ist eine Abstellkammer. Also, dass die Zimmer im Untergeschoss sind, wussten wir, das stand auf jeden Fall da. Was ja aber nicht schlimm ist, boah, ich finde das Bett hier so schön. Das ist ja übelst cool. Und, gefällt's dir? Ja. Ja? Bleiben wir hier? Fernhaus. Bleiben wir hier? Nee. So, und wir gucken uns jetzt immer noch die Terrasse an. Aber du darfst nicht rausgehen, du hast nämlich keine Schuhe an. Wir wollen nur rausgucken. Wir haben Liegestühle. Hier daneben ist direkt die Kirche, sieht man jetzt nicht. Und wenn man nach da hinten gucken würde, da würde man die Berge sehen. Und hier ist auch ein Berg. Auf dem Teppich können wir stehen, guck mal. Also hier sind auf jeden Fall nicht so hohe Berge und da in die Richtung auf jeden Fall höher. Aber der Garten ist auch voll schön. Kannst du schön in der Sonne sitzen. Waren einkaufen. Wir haben also wirklich nur die Sachen ausgepackt und dann sind wir eigentlich auch direkt losgefahren. Wir waren einkaufen bei der Post. Ich zeige euch jetzt, was wir an Essen geholt haben. Das ist jetzt nicht für die ganze Woche. Also wir haben Brötchen. Wir haben gesehen, also wir haben ja einen Ofen und wir haben aber auch einen Toaster. Da ein Hühnchen, das ist für jetzt, oder? Achso, dann ist das draußen. Ja. Dann haben wir Erdbeeren. Karl hat sich einen Pudding ausgesucht. Hier. Nicht zum Nachtisch. Sondern. Dann haben wir ein Müsli. Wir vegetarische, was ist das? Frikadellen. Irgendwann mal für abends. Die essen wir zusammen mit Tzatziki. Den gibt es auch gleich noch. Was? Das Ketchup mit bei. Voll gut. Ja, da habe ich noch nicht dran gedacht. Rucola. Davon würde ich auch heute Abend was mit reinmachen. Nee. Doch. Ich hasse das. Ein Joghurt von Tim. Eine Feige, die wurde ein bisschen gequetscht, die Arme. Dann haben wir Äpfel für unterwegs, wir wollen ja wandern gehen. Kali, eine andere Frage. Willst du mal? Nein? Noch ein Joghurt. Dosenbier. Was? Nix. Teewurst. Dann, was ist das denn? Ein Weingetränk. Ich glaube, das ist die übelste Nachmache von diesem Markenprodukt da.
Das ist auch fürs Wandern, habe ich gehört. Das auch. Das ist für Ravioli, für die Soße davon. Pack einfach alles in den Kühlschrank. Eine Mango, die essen wir heute Abend, die ist sehr schön weich. Dann, wir konnten nicht widerstehen, das ist Stollenkonfekt. Ich habe das noch nie gesehen, aber es sieht so lecker aus. Habe ich noch nie gesehen? Nein. Das habe ich bei meiner Oma übelst oft zu Weihnachten. Selbst gemacht? Nee, ja. Eine Gurke und Lauchzwiebeln, die essen wir auch heute Abend. Dann noch ein Joghurt, noch ein Dosenbier, noch jeweils die andere Sorte, Prost. Dann für unterwegs habe ich so Limonaden, Hühnerwurst, ganz wichtig Kaffee, wir haben hier, ja, die kann aber erstmal kühl gestellt werden. Wir haben hier so eine schöne Filter-Kaffeemaschine, das ist der besagte Tzatziki. Käse fürs Brot und Reibekäse für die Ravioli, siehst du? Ich habe erst den Reibekäse eingepackt und dann die Ravioli. Hier sind sie auch. Ja, Reibekäse. Ach ja, für unterwegs solche Frühstücksbeutel, wenn wir uns dann irgendwie Brot machen. Das auch noch für unterwegs. Das ist auch noch für unterwegs. Dann haben wir noch Knoblauchbaguettes, die wir mit dem Tzatziki und den Frikadellen zusammen essen werden. Eine Milch. Fanta und noch eine Fanta. Ich dachte, ihr habt Sprite geholt. Nee. Tomaten, davon kommen heute Abend auch ein paar rein. Die Milch muss noch rein. Geht der Kühlschrank nicht zu? Ja. Was hat denn Karl alles eingepackt? Eine Fixtüte auch für heute Abend. Kekse für unterwegs. Wir haben echt viel für unterwegs. Voll gut. Möhren. Von den Möhren machen wir heute Abend auch was. Es gibt Reis mit Gemüse und... Was isst du mit Reis? Nee. Wow. Reis mit Gemüse und Hähnchenpfanne. Und die Möhren sind auch noch für unterwegs. Kann man auch mitnehmen. Das ist für die Ravioli, für die Soße davon. Das ist so richtig schön aufregend, wie ich den einräume. Noch mehr Brötchen. Öl brauchen wir heute auch. Noch eine Limo für unterwegs. Bananen für wann auch immer. Und ein schönes Brot. Das war's. Ich glaube, wir haben alles. Wir machen jetzt Essen. Und dann, wie spät ist es denn überhaupt? Na, 10 vor 6, ja, wir können jetzt langsam Essen machen. War ich auch ein Stück, ich habe auch Hunger. Und dann passiert heute auf jeden Fall nicht mehr viel, aber morgen werden wir euch dann wieder mitnehmen. Mal gucken, was wir Schönes morgen machen. Das ist unser Essen. Für Karl gibt es Trennkost. Er würde das vermutlich wegen diesen grünen Rucola... Und Möhren wollte er aber nicht. Aber in pur hat der Möhren vorher schon gegessen. Genau. Wir lassen es jetzt mal schmecken. Es sieht echt wenig aus, ne? Ich habe schon überlegt, was wir haben, was ich danach essen kann. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es auch mal geschafft. Es ist kurz nach 10. Wir fahren heute zum Alpsee, also bei der Zugspitze, und wollen da ein bisschen wandern gehen. Jetzt halt noch keine große Berg-Hoch-Berg-Runter-Tour vermutlich, sondern eher so halt um den See rum. Genau, das Wetter ist auf jeden Fall richtig schön sonnig, aber sehr, sehr kalt. Und hat er gerade Ja gesagt? Ja. Und genau, gucken mal. Aber es soll jetzt die Tage noch wärmer werden. Das ist jetzt erstmal so für den Anfang. Und dann habe ich noch eine Passstraße rausgesucht, wo der Pass zwar vor einer Woche irgendwie gesperrt wurde wegen Schnee, aber wenn der jetzt wieder frei wäre, das wäre cool. Aber wir haben halt Allwetterreifen. Deswegen müssen wir mal gucken. Aber ich will unbedingt eine Passstraße fahren. Und ja, mal schauen. Vielleicht können wir gleich nochmal schöne Berge filmen. Aber jetzt sind hier schon wieder überall Bäume. Vormittag oder Mittag, wann auch immer,
Wir sind nicht in Österreich. Du hast ein österreichisches Netz gekriegt. Das wollte ich aber nicht. Ist doch nicht schlimm. Oder hast du, nee, Datenroaming, das ist doch schon längst aus dem anderen Jahrhundert. Wir haben heute Vormittag, Mittag den Eibsee umrundet. Ein paar Fotoeindrücke kann ich euch jetzt einblenden. Wir sind dann eine andere Strecke, also wir sind noch unterwegs und haben halt eine andere Strecke gewählt, um zum Ferienhaus zu fahren, um noch ein bisschen was anderes zu sehen. Wir stehen hier gerade an so einer Baustellenampel auf einer Brücke über so einem krassen Stausee, der sieht ziemlich schön aus. Mal gucken, ob man davon noch was filmen kann. Ihr habt dort früh auch ein paar Aufnahmen, also von dort früh ein paar Aufnahmen schon gesehen. Und ja, also ist hier alles sehr, sehr schön, auch mit diesen gelben und orangenen Bäumen. Sieht die Landschaft noch schöner aus, im Kontrast einfach zu diesen türkisen Seen und so. Also das ist wirklich sehr toll. Und ja, mal gucken, was wir jetzt noch so entdecken auf der Strecke. Ich sitze jetzt hier am Schnitt in unserem schönen Ferienhaus und ich habe entdeckt, als ich jetzt gerade die Videos gesichert habe, dass ich von letzter Woche, von den Urlaubsvorbereitungen und von so ein paar Sachen, die letzte Woche noch passiert sind, noch ein paar Szenen gefilmt hatte. Eigentlich wollte ich einen extra Vlog drehen, aber das ist nicht geworden. Deswegen werde ich euch das jetzt einblenden und wünsche euch viel Spaß damit. Also noch ein kleiner Rückblick aus der Vergangenheit, also Urlaubsvorbereitungen und so. Was macht er mit mir? Was? Was macht der Dino mit mir? Der frisst es. Okay. Und dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, ich verlinke mir mal das dazu und drunter und dann bis zum nächsten Video. Ich habe von meiner Oma ein paar Blümchen bekommen, also Trockenblumen, und die werde ich jetzt mal hier schön anrichten. Und während ich das mache, also es ist herbstliche Deko, ich stehe nicht so auf Deko, aber meine Oma hat mir halt den Kürbis, ich glaube, den kann man auch essen, und halt diese Blumen mitgebracht. Ich fand das eigentlich ganz süß und dachte mir so, okay, dann ja, dekorieren wir jetzt einfach mal. So sieht der jetzt aus. Ich stelle den vermutlich auf den Tisch, lege den Kürbis daneben, und eines Tages, wenn ich Bock auf Kürbissuppe oder Kürbiskuchen habe, dann wird der einfach geschlachtet. Der ist ja eigentlich nicht als Deko gedacht gewesen. So, dann hier noch der Kürbis hin, fertig. Schönen guten Morgen. Wir setzen den Vlog jetzt mal ein bisschen verspätet fort. Ihr fragt euch vielleicht, ich kann abbiegen, ihr fragt euch vielleicht, was wir hier gerade so machen. Ich habe vorgestern oder vorvorgestern den Bus verkauft und jetzt habe ich kein Auto. Und naja, wir fahren jetzt aus Probe, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Ich möchte nicht zu viel zeigen. Ich hoffe, man erkennt auf den Aufnahmen jetzt auch nicht, was für ein Auto wir hier gerade fahren. Ja, gucken uns das gerade mal so ein bisschen an. Die Soundqualität haben wir auch schon getestet, sagt der
Ordnung dafür, dass es jetzt hier keine JBL-Ausstattung oder sowas hat. Genau. Wir fahren morgen in Urlaub, das heißt, wir werden euch heute noch ein bisschen bei den Urlaubsvorbereitungen und so generell halt mitnehmen, was wir heute noch so machen. Und für den Urlaub gibt es einen extra Vlog. Genau. Und falls wir das Auto oder sowas in der Art, was wir jetzt hier gerade fahren, nehmen, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, so einen Tipp abgeben, was das hier jetzt sein könnte. Man sieht ja jetzt nicht viel, aber ein bisschen. Genau. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was das ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns zu Hause wieder. Wir waren gerade laufen. Diesmal waren es wirklich 3 Kilometer. Ging voll. Aber ich habe ja mein Training vorher schon gehabt, vor 2 Wochen oder so. Na, als ich letztes Mal laufen war. Also war es nicht aus dem Nichts. Du bist irgendwie roter als ich. Das ist normal. Ja, und jetzt geht's an die Urlaubsvorbereitungen. Ah, erstmal duschen. Luft kriegen. Klarkommen. Schaut euch mal bitte an, was für ein geräumiges Auto wir haben. Ich bringe jetzt den Kühlschrank gleich weg. Und der hat tatsächlich in den Golf reingepasst. Also ich meine, hier vorne kann man jetzt nicht mehr so richtig sitzen, aber einfach nur die Tatsache, dass da ein ganzer Kühlschrank im Golf ist, schon gut, ne? Darf ich mal kurz anmerken, wie wir hier sitzen? Wo muss ich denn lang? Rechts. Oh, wir haben kein Navi. Ach. Dann mach ich mal das Navi an. Ich wollte euch nur zeigen, wie toll wir jetzt hier sitzen. Also ich könnte so nicht fahren. Und deswegen du bist größer auch. Als ich.